diese Eigenschaften von Ferrari, Design, Sound und die gesamte Historie verbinden natürlich alle die, die das fasziniert. Und es ist ja eine ganz alte Tatsache, dass geteilte doppelte Freude eigentlich doppelte Freude ist. Und so sind natürlich Veranstaltungen, die man zusammen treffen mit Ferrarista macht, einfach dazu geeignet, einfach diese Passion zu teilen und gemeinsam zu erleben. Und das macht einfach so viel Spaß, wenn man Gleichgesinnte hat und sagt, hey, es ist einfach Spaß, mit einer Ferrari-Familie zusammen zu sein. Und hinzu kommt natürlich auch, wenn ich in meinem eigenen Auto fahre, dann nehme ich das Auto von mir aus als Pilot, als Fahrer wahr. Aber wenn ich in einer Gruppe fahre, dann erlebe ich das Auto auch von anderen Seiten. Ich fahre in seinem Auto her, ich fahre in einem her. Und dieses gemeinsame Erlebnis ist das eigentlich, ja, was diese Auszeichnung für diese Veranstaltung und wo auch immer wieder das Bedürfnis entsteht, lass uns zusammen was unternehmen. Die Frage ist, warum Ferrari? Warum kaufen sich Menschen einen Ferrari für so viel Geld? Und das ist eigentlich sehr unterschiedliche Entscheidungsgründe gibt es. Für den einen ist es einfach nur das pure Fahrerlebnis und die Leistung, die Beschleunigung, all das, was Ferrari ausmacht, ist so faszinierend für viele, dass sie sagen, ich mache es ganz einfach. Der andere, sagt er, ein anderer Grund ist zum Beispiel das Design. Ach, ich muss nicht schnell fahren, ich will nicht, aber ich finde das so schön, das Auto. Und für diese Ferraristi lohnt es sich, die haben eine riesen Freude daran, wenn das Auto einfach da steht. Am liebsten ist die Garage im Wohnzimmer und sie erfreuen sich von dem Design. Und das ist das, was wiederum ein Grund für viele, sich einen Ferrari zu kaufen. Dann gibt es aber auch noch andere, die sagen, ich möchte beides kombinieren. Ich möchte den Spaß am Fahren haben, aber ich will auch mein Geld vernünftig anlegen. Ich will auch keinen Verlust machen. Und ich sage den Leuten, sage ich immer, okay, der größte Gewinn ist Lebensfreude und der Spaß. Und das ist eigentlich unbezahlbar. Aber wenn dann auch hinzukommt die Wertbeständigkeit, die ja wirklich in jedem Ferrari heute steckt, und wenn man einfach die letzten 40, 50 Jahre Ferrari nimmt und sieht, wie sich die Preise entwickelt haben, dann ist das eigentlich ein ganz positiver Nebeneffekt für die Menschen, die sich erscheinen für einen Ferrari, weil er schön ist, weil er Leistung hat, weil er einen super Sound hat. Und die werden dann nicht nur mit Lebensfreude, mit Spaß belohnt, sondern auch noch mit einer Wertehaltung. Und das sind alles Dinge, die Ferrari ausmachen. Hinzu kommt aber auch nach, ja, ich will es mal sagen, die Familie Ferrari, dieses Zusammengehören und dieses gemeinsame, den gemeinsamen Spaß mit dem Cavallino Rampante auszuleben. Das ist auch noch ein Grund, einfach für viele dabei sein zu wollen und das zu machen.